Mehr als 60 Kreuzfahrtschiffe werden derzeit von den US-Behörden überwacht. Grund ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten an Bord. Mehreren Kreuzfahrtschiffen wurde das Einlaufen in Häfen in der Karibik verweigert. Vor wenigen Tagen wurden auf dem Kreuzfahrtschiff Odyssey of the Seas mehr als 50 Passagiere und Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet, obwohl 95% der Menschen an Bord gegen das Virus geimpft waren. Dennoch gehen in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida abermals viele Touristen für eine Kreuzfahrt an Bord. Wir sind optimistisch, auch wenn wir nicht von Bord können. Wir haben alle unsere Freunde bei uns und hoffentlich ist alles in Ordnung. Und solange alle Shows, alle Bars, alles geöffnet ist, denke ich, dass wir eine gute Zeit haben werden. Ich bin ein bisschen nervös. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch kommen wollte. Und warum sind Sie hier? Ich habe bereits bezahlt. Als das Schiff ankam, erklärte man uns, dass viele Besatzungsmitglieder krank seien und dass wir vorsichtig mit dem Gepäck umgehen sollten, das vom Schiff kommt. Kreuzfahrtschiffe gehörten in den ersten Wochen der Corona-Pandemie zu den größten Infektionsherden. Auf etlichen Kreuzfahrtschiffen waren Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Häfen weltweit hatten den Schiffen deshalb das Einlaufen untersagt. Zahlreiche Urlauber saßen teils wochenlang auf See fest.